So, und damit haben wir das hier jetzt schon. Jetzt habe ich wirklich, das sind zwei Autokommunikationen werden ausgeführt, weil ich habe was anderes auch noch laufen. Ah ja, hier kann man sehen, das habe ich noch gar nicht gesehen, wenn man draufklickt, sieht man sogar, was läuft, welche zwei oder mehr laufen. Ja. Hier kommentieren, dann wurde ich gerne mit der Hydration und so weiter. Also hier haben wir jetzt, was haben wir jetzt hier gemacht? Ja, das ist natürlich ein bisschen schockierend. Ja, warum ist es so schockierend? Naja, weil unser linkes Gehirn hat gesagt, ja, was soll das jetzt alles? Wo ist jetzt meine Funktion? Und da sage ich, wenn das System davon abhängen würde, wie manche denken, dass es einfach eine Glaubensakt ist oder ein Verstärker, ein Bewusstseinsverstärker. Dann würde es davon vollkommen davon abhängen, wer das macht und wie gut er das macht. Und dann würden wir jedes zweite System zurückkriegen. Aber bisher haben wir aus 1000 Systemen, die jetzt rausgehen, vielleicht 3 zurückgekriegt, aus anderen Gründen. Ja. Dies ist das Verfahren, womit Sie gute Erfahrungen und gute Erfolge haben. So einfach ist es. Ja, jetzt ist aber unser linke Gehirn gesagt, ja, erklär mir das mal. Und ich sage jetzt nur, dass dieses Erklären ist ein netter Zeitvertreib und ich kann das für Sie auch machen. Aber ich will sagen, dass der Handlungserfolg hängt davon nicht ab. Warum? Weil die Informationen, die wir hier haben, intern, sagen wir mal, hier war jetzt die Bliss-Massage. Die Bliss-Massage wurde jetzt hier, war jetzt an zweiter Stelle. Intern tun wir jetzt nicht die Ulrike kommunizieren Bliss-Massage, sondern die intern kommunizieren eine Matrix von Nullen und Einsen. Ja. Das ist die Sprache eines Computers. Und wir haben hier Bliss-Massage in Englisch. Ob sie jetzt Englisch versteht oder nicht, macht auch keinen Unterschied. Warum? Weil diese Matrix ist nur ein Pointer auf die Informationsebene. Ist ein Pointer. Das hätte jetzt mit irgendeinem anderen Ergebnis auch genauso gut wäre der möglich gewesen. So, was gibt es jetzt da für Einwände? Was gibt es jetzt da für? Also, mich würde interessieren, bei der Bewellung, würde es rein theoretisch auch ausreichen, wenn ich das Ganze einfach, weiß ich, sogar einfach nur auf das Blatt Papier drauf schreibe, hätte es dann denselben Pointer-Effekt auf die Informationsebene? Genau, letztendlich? Gute Frage. Erstmal, warum sagen wir Bewellen? Weil wir alle so abhängig sind von der Idee, dass da irgendwas mit Frequenzen passiert. Ja? Das ist Bewellen und besser rauslassen, weil das ist das letzte Jahrhundert, die Idee vom letzten Jahrhundert. Und das ist einfach, ein spezifischer Produzent, der das gebracht hat. Ja, klar. Ne? Die sind aber alle auf ein Jahrhundert hinterher. Ja? Die sind alle noch im 20. Jahrhundert, im Jahrhundert der Energie. Da war alles Frequenz. Einstein war unser höchster Priester. Ja, aber man muss halt sehen, das Jahrhundert, da geht es nicht nur um die Wellen, Frequenzen. Was tun wir denn zwischen uns? Was macht uns denn am meisten krank? Der Elektrosmog? Nehmen wir mal als Beispiel. Ein böses Wort. Ja, ein böses Wort, aber zum Beispiel, was, wenn Sie an Handys denken, was denken wir, worauf wurden Sie da weggedrillt, dass Sie ganz schwer Bedenken haben müssen? Information? Nein. Was, mal jetzt ehrlich? Elektromagnetisches Feld. Auf Smog, diese ganze, ich meine, das weiß doch jeder. Wenn Sie ein Handy ans Gehirn halten, braten Sie Ihr Gehirn mit Mikrowellen durch. Ja? Ja, da brauchen wir nur in YouTube schauen, was
da geben Sie ein Popcorn-Maker, Cellphone-Popcorn-Maker. Ja? Also Popcorn machen mit Cellphone. Was zeigen die da? Ganz, ganz deutlich und ganz klar. Das machen, wenn Sie noch nicht gesehen haben, dann müssen Sie es mal machen. YouTube Popcorn Maker, Cellphone Popcorn Maker. Ich habe es mal ausprobiert, das hat nicht geklappt. Ha, Sie sehen aber nicht so. Also Sie sollten es glauben, was auf YouTube ist. Ja? Meine, wo kommen wir da hin, wenn ja jeder seine eigenen Experimente macht? Ja? Also, jetzt gehen wir mal ganz, ganz davon aus, YouTube hat immer recht, weil die ja von Google gekauft sind. Ja? Also, das mache ich jetzt ehrlich. Ja? YouTube Popcorn Maker. Gehen Sie da hin und dann sehen die ganz eindeutig und ganz klar, ganz reproduzierbar, das sieht man auf YouTube, und macht man vier Cellphones und in der Mitte macht man ein paar Popcorn. Und dann ruft man die alle vier Handys gleichzeitig an. Und wenn man das, wenn die dann läuten, werden dann natürlich Mikrowellen ausgesendet von jedem. Und wenn man die richtig zentriert auf die Popcorns, das sieht man da, dann fangen die an zu poppen. Wahrscheinlich wurden die richtig zentriert. Genau, ich meine, die haben nicht wirklich zentriert. Oder sie haben da eins von diesen Building-Candies, die halt wirklich nicht so viel taugen. Ja? 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 Das ist so ganz klar. Sie müssen eins von T-Mobile nehmen, die sind super stark. Ja? Also, wenn Sie das richtig machen, so wie wir das da gezeigt haben auf YouTube, dann halbe Minute, eine Minute und die fangen zu poppen an. Ja? Und deswegen ist es ganz klar, was uns überall gesagt wird, Cellphones sind sehr gefährlich. Warum? Ganz klar, wenn man die ans Gehirn hält, dann schmort einem das Gehirn durch. Nach einiger Zeit natürlich. So, was ist jetzt? Haben Sie noch nie was davon gehört, dass Handys gefährlich sind? Ja, Sie haben schon gehört. Wer glaubt's? Bitte, bitte. Also es wird gedankt. Also ehrlich, okay, vier Leute, die dann glauben, die anderen glauben es nicht. Ja, und wir glauben daran, dass diese Strahlung der gefährliche Anteil ist beim Cellphone. Weil uns das ja alle da so gesagt haben. Was ist aber meines Erachtens nach der viel gefährlichere Anteil am Cellphone, am Handy? Ich glaube daran. Also Sie meinen, wenn Sie nicht dran glauben, dann können Sie so lange telefonieren, wie Sie wollen. Es kommt ja eine Information über die Ladung, wenn ich sie genau, daran hat noch keiner gedacht, dass wir unser Leben ja nicht mehr so leben können, wie wir es noch vor 20 Jahren gelebt haben, da wir jede Minute irgendeine andere Nachricht kriegen, die uns aus irgendwas rausreißt. Und wie viele Leute haben schon eine erschreckende Nachricht gekriegt in einem Moment, wo sie vielleicht gar nicht vorbereitet waren, durch Cellphone, durchs Handy, aber wir nehmen das gar nicht wahr, dass unser Leben vollkommen nicht mehr uns gehört, weil wir ein, zwei, drei oder vier Handys in unserer Tasche haben. Ja? Wer hat denn hier im Raum kein Handy? Ich habe keins. Ja? Ja, ich habe auch ein einfaches Leben. Ich bin nur 12 Leute in Kalifornien, in meiner Firma, rumhängen, ja, 1000 Leute, die mit meinem System arbeiten, aber ich habe ein einfaches Leben, ja. Also ich kann es mir erlauben, ohne Handy zu leben, ja. Aber ich kann sagen, ich lebe immer noch. Und ich lebe sogar besser. Und ich lebe auch besser deswegen nicht, weil ich mich nicht dieser Mikrowellenstrahlung aussetze, sondern weil ich mich nicht diesem ganzen diesem ständig dem unter meinem Leben nicht diesen Informationszwang unterliege. Ja?